Hey, ich bin's Moni, willkommen hier zurück im Wald. Heute kümmern wir uns weiter um das Hexenhaus und es geht diesmal so ein bisschen um die Außenverkleidung in Kombination mit dem Tresen. Also, wir haben ja in dem letzten Video schon andeuten lassen, nachdem wir so ein bisschen diskutiert haben, wo hier die Tür und Fenster und was weiß ich was hinkommen, dass auf jeden Fall die Eingangstür in diesen Bereich kommt. Das heißt also, den haben wir hier noch offen und ich finde, der bietet sich auf jeden Fall an, um hier quasi gleich im Außenbereich so einen Tresen zu haben und das Ganze zum Beispiel für den Grill, für die Grillecke dann halt einfach auch rauszureichen. Im Grunde genommen muss das ja auch geschlossen sein, aber halt auch leicht zu öffnen sein. Na dann, legen wir mal los. Genau. Also jetzt ist die Frage, Ja. ich würde so machen. Jetzt kommt natürlich hier auf eine ganz gerade Angelegenheit an. Aber ich werde noch mal einen Akkuschrauber holen. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Ja. Beziehungsweise liegt ja einfach mal drin. Aber Schrauben sind ja auch nicht schlecht, oder? Mit Spucke wird es nicht halten. So, ich würde es jetzt quasi genau da anlegen, wo das angelegt ist, weil das ja quasi optisch dann so ein bisschen eine Flucht wird. Absolut. So, ich halte an, halt die Wasserwaage, du schraubst. Okay? Oh. So, passt das so von der Länge her? Jetzt. Moment, Wasserwaage. Gute. Du musst ein ganzes Stück runter. So ist perfekt. Das erste Brett sitzt auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt machen wir mal weiter. Keine Ahnung, wie hoch. Vielleicht bis hier. Wir werden sehen. Soll ich mal anzeichnen oder willst du lieber? Du kannst anzeichnen, das ist egal. Wichtig ist nur. Ich orientiere mich oben an der Kante, ja? Ja, ich würde es oben an der Kante machen, damit wir einfach wirklich bündig sind, dann letztendlich mit dem. Dann mach du lieber. Mach du hier lieber. Red. Warum? Du siehst doch das auch. Also ist nicht viel Platz hier, sag ich Nee. mal. Wir haben aber auch keine Sägemöglichkeit. Also auf jeden Fall fällt hier auf, dass dieser Winkel und dieser Winkel hier oben definitiv verschwinden müssen, weil wenn hier die Ach Tür so. eingesetzt wird, dann haben diese Winkel hier einfach keinen Platz. Und Dann machen wir die gleich weg. ja, und dann gleich diese anderen Schrauben. Genau, dann machen wir die wieder so schräg rein und dann passt es. Dann kommen wir nämlich auch mal sehr gut ran. Ja. Ja, durch die Schrauben haben wir uns jetzt auch den Winkel gespart und es hält sogar noch fester. Ich mag es auch, wenn Arbeiten so schnell gehen, so zack, zack, weil es Na klar. einfach passt. Mega. Es sieht auch sehr akkurat zum Schluss aus. Für so ein Ja. Hexenhaus eigentlich auch nicht so gut. Ach, naja, das Aber Akkurat kriegen wir auch wieder weg. vielleicht ist das hier auch kein Hexenhaus. Wir werden sehen. Und fühlt es sich schon wie hinter so einem Bartresen eigentlich? Ich Nee. finde, hier kommt schon so ein Feeling auf. Also mal noch kurze Frage, ne? Ja. Wenn ich jetzt hier stehe Ja. und ich mal angenommen, hier wäre jetzt eine Theke, Ja. wäre das für mich ultra praktisch. Ja, auf deiner Höhe ja, auf meiner Höhe natürlich auf jeden Fall gar nicht. Ne? Was Und denkst du du, wie bist. hoch muss es sein bei dir, ne? Also ich würde es halt so ungefähr hier so ansetzen. Ne, das ist eigentlich eine schöne Arbeitshöhe, so gerade so tresenmäßig. Und vor allen Dingen können wir dann halt noch eine Terrasse unten hinbringen. Muss ja nicht super hoch sein, aber das ist, keine Ahnung, so ein Stück halt genau das, was wir jetzt hier ranbringen, auf diese Ebene die Terrasse, weil dann hast du nämlich genau den Effekt, den du jetzt hast. Ja, das heißt, dann sollten halt auch noch die Fundamente verschwinden, ne? Ja. Na, alles klar. Nee. Was machst Wo du? soll ich denn hin? Tresen wäre für mich jetzt auch noch in Ordnung, sage ich euch ganz ehrlich. Aber wir haben ja gerade schon beschlossen, dass hier auf jeden Fall wahrscheinlich eine Terrasse noch drankommt. Die Frage ist ja, stehst du eher vorm Tresen oder hinterm Tresen? Also für mich wäre dieser Arbeitsbereich jetzt ganz gut. Ne? Das ist so Hüfthöhe. Es würde mich aber nicht stören, wenn das halt noch ein bisschen höher wäre. Aber am besten müsstest du mal gucken. Lass uns mal das Brett ranbringen und dann Aber so guckst du sieht mal er hin. eigentlich sehr harmonisch auch aus, Ja, ne? auf jeden Also, Fall. weil ja auch das hier Ja. jetzt ein Quadrat ist. Ja. Sonst wird es ja nur eine kleine Luke. Gucke aber gleich mal von innen. Oh, herrlich. Es kann genauso bleiben. Warte, nee, machen wir nochmal das andere Wort drauf, bitte. So, hier sehen Sie das andere Set.
Auf jeden Fall nicht das. Nee. Stell du dich hier nochmal drauf. Es passt bestens. Ja? So bleibt's. Alles klar. Maßarbeit. Gut, dann kann der Gerät hier raus. So, jetzt geht's an die provisorische Klappe. Provisorisch deshalb, weil sie erstens wahrscheinlich noch nicht so gestaltet ist, wie sie im Endeffekt gestaltet werden soll. Und wir aber erstmal die Mechanik dazu brauchen, damit hinterher alles grundsätzlich erstmal passt. Ganz ehrlich, das muss sowieso erstmal eingekürzt werden. Ja! Ja, auch kein Problem, kann ja. Ach, du zeichnest es schon mal an. Ich zeichne schon mal an, wo es angelegt werden muss. Mhm. Also, wenn es abschließen soll, ungefähr so, vielleicht auch ein bisschen weniger. Also, ein bisschen weniger würde ich sagen. Schöne Angabe. So oder vielleicht ein bisschen weniger. Naja, guck mal, das ist hier das Idealmaß, ja, ein bisschen schon, weniger. Ich mach schon korrekt. Probier mal. Ja. Passt also, perfekt, würde ich sagen, oder? Passt perfekt. Mhm. Sägen ist meine Spezialität. Erstmal hier drauf, ja? Ja. Gut. Also ich finde es sehr gut. Ich finde es auch sehr gut, nur es fällt halt auf, dass oben halt schräg ist, ne? Und? Na, oben kommt doch dann sowieso noch das Brett dran. Kannst du mir jetzt nochmal sagen, warum das egal ist, dass es schief ist, wenn da oben ein Brett drankommt? Also sag mir mal bitte wo? Weil das Brett dann schief drankommt. Kannst du mal so ein Scharnier mal anhalten und mal gucken, ob das irgendwie passt? Oder ob das totaler Mist ist? Guck mal, ich kann so halten, ne? Also hier oben an den Balken könnte man es gut fixieren. Wie sieht das bei der Klappe aus? Ja, also so ist es okay. Ja. Ja. Und wenn die Platte noch höher kommt, passt das auf jeden Fall auch. Ja. Jetzt ist der Bit abgebrochen bei der Schraube. Naja, nichts hält ewig, sage ich immer. Wunderbar. Okay. Passt? Passt. So, heb mal an. Ich hebe mal an. Mhm. Ja, ist dran? Nein, das, ja. Gut. So, jetzt können wir nämlich mal gucken. Jetzt können wir auch noch mal gucken. Müsste noch ein Stück, ne? Was ein Stück? Da müsste noch etwas höher, oder? Warum? Oder falsch? Warum? Na, das sieht doch kacke aus. Ach so, stimmt. Ach ja, ich erinnere mich. Ja. Nee, ist richtig, hast du recht, ja. Müsste bis hier, ja. Es müsste bis hier, also im Grunde genommen müsste das jetzt schräg dran. Na, holen wir noch zwei Brettchen. Also die Platte ist dann irgendwann auch schwer. Ja, das glaube ich. Nee. Also mit dem Schrägen, das gefällt mir echt nicht. Mhm. Das ist scheiße. Also ich meine, schräg ist ja cool, ja, aber so nicht. Ich denke, wir müssen das nochmal ein bisschen umbauen. Das ist kacke. Beziehungsweise müssen wir erstmal die Leiste setzen, die hier schräg ist. Das also, ist richtig. Das ist richtig, ja. Weißt du, das ist optisch dann... Wie halt es dann weitergeht, ne? Ja. Ja. Aber zunächst muss es erstmal ab. Das wird nicht das Problem. Hier wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil der Bit da noch im Schraubkopf drin steckt. Mhm. Wir werden sehen. Vielleicht passieren noch Wunder. Du wirst lachen! Ist er gerade dran? Ja. Magnetisch? Geil. Ey, ohne Witz. Hier ist er, das letzte Überbleibsel vom Bit. Okay, können wir? Ja. Können wir. Ja, stimmt, das wäre akute Fingerklemmengefahr gewesen. Ja, total. Ordentlich festknallen. Ja, nun warte doch mal, ich muss erstmal. Oh. Jo. Ich würde die jetzt hier an der Außenseite noch mal anschrauben, ja? Ist okay, ja, von mir aus. Ja, dass die auf jeden Fall nicht runterfällt, das wäre ja mega ärgerlich. Jetzt sind wir schon mal hier safe. Ja. Und jetzt können wir da oben das Brett quasi so ausrichten, ich nehme mal einen Kürzelbruch, dass es schräg gerade aussieht. Na, eigentlich müsste das doch jetzt so dran. Ich würde jetzt hier gleich auf so eins gehen. Ja. Aber die Frage ist, kriegen wir das dann halt auf, weißt du? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich würde halt so einen kleinen Minispalt irgendwie schonen lassen. Mhm.
reicht ja so Streichholzstärke, sag ich mal. Ja. Das Ding ist, wenn wir die Tür einbauen und die Tür soll halt so sein, können wir das hier auch rausschneiden. Das ist ja nicht das Problem. Ein kleines Ablagebrettchen hier, das finde ich schon ganz cool. Ja, habe ich doch gesagt. Das wird cool. Gut, jetzt kommen die Scharniere dran. Jetzt ist die Frage nochmal wegen Messen. Mhm. Genau, machen wir auf 35. Ja. Du dürftest passen, oder? Ja, ich hoffe. Ich weiß nicht. Ich hoffe vor allem, dass der Bit nicht wieder abbricht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein gutes Gefühl bei dem Scharnier. Ich glaube, das wird was. Mhm. Das hat Potenzial, was zu werden. Hier müsste auf jeden Fall safe eine Schlussschraube durch. Ja. Ich glaube, das wird gut. Ja, natürlich wird das gut. Muss halt auch nur richtig gemacht sein. Es muss halt Hand und Fuß haben, so, warte mal. Sagt man doch immer. Guck mal. War das nicht 35 eigentlich auch? Ja. 35, so. Mhm. So, jetzt ist es genau baugleich mit dem anderen. Als hätte es ein Profi gemacht. Ja. Es sieht aus wie eine kleine Weihnachtsmarkthütte, ich freue mich. Ja, ich finde das cool. Weißt du, was du daraus machen kannst? Das war sowieso meine Intuition, das draußen klar. Dran zu machen. Mhm. Gut, ich nehme das schon mal raus, ja. Mhm. Klemme lösen. Ich schraube schon mal lose, ja. Oh, es klappt schon, es klappt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, doch, das wird. Und das machen wir richtig alt, Leute. Das machen wir richtig, richtig alt. Also ich weiß, es sieht jetzt alles nach Baumarkt aus, ne? Aber... Wir sollen mal ein bisschen Vertrauen haben in unsere Künste. So, jetzt müsstest du mal von der anderen Seite gucken, ob die Schraube rausguckt. Hier außen könnte theoretisch auch noch eine Unterlegscheibe drunter. Achso, na dann machen wir. Wie viel ist denn noch Platz so? Das würde reichen dann. So, von außen habt ihr das ja schon gesehen. Jetzt kommt mal rein und schaut euch das Ganze mal von innen an. So, hier wurden noch zwei weitere Leisten innen angebracht. Und wir haben auch noch so eine kleine Z-Verbindung, damit das Ganze ein bisschen mehr an Stabilität gewinnt. Und es ist mächtig schwer. Das heißt, hier müssen wir uns echt was einfallen lassen noch, wie wir das Ganze dann tatsächlich auf und zu kriegen. Aber es sieht halt natürlich mega cool aus, ne? Also das muss man schon sagen. Vor allem, wenn man dann nachher draußen steht und man hat halt nochmal so eine zusätzliche Überdachung, das ist schon irgendwie ziemlich krass cool. So, wie die Gestaltung hier letztendlich aussehen wird, das müssen wir tatsächlich noch ein bisschen abwarten. Die Mechanik ist erstmal da, die Funktion ist erstmal da und der Rest, der kommt einfach später. So, das heißt, diesmal sind wir hier mit diesem Thema durch. Es war eine kleine schwere Geburt, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten sicherlich auch ein paar lustige Momente halt einfach dabei. Beim nächsten Mal schauen wir mal, was da anliegt, wo wir hier quasi uns so ein bisschen, uns einmischen können. Spannend wird es aber auf jeden Fall. Also schaltet einfach das nächste Mal wieder mit ein und seid dabei, wenn es hier beim Hexenhaus weitergeht.